Hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei Jade Cocoon, die Tamar Mario Legende. Ich werde jetzt nur noch Jade Cocoon sagen, weil das wird sonst zu viel. Und wir gehen jetzt. Unser Dorf heißt Cyrus. Wir gehen jetzt in den Wald. Ich hab's versprochen. Also nicht versprochen, aber jetzt ist halt die Zeit, weil wir alles haben, was wir brauchen. Und es wird nicht einfach, sag ich euch. Ach, er folgt mir auch noch. Hey, du Pfeife! Kelmer war ganz betrübt. Daher hat er mich gebeten, dir den Weg zu zeigen. Du tust mir leid. Deshalb werde ich dich dieses eine Mal führen. Vergiss nicht, wie du hinkommst. Und versuch, Schritt zu halten. So, ich muss gar nicht laufen. Der läuft automatisch. Okay, dies ist die göttliche Barriere. Benutze den Käferschlüssel, um das Käfertor zu öffnen. Das Käfertor ist das dort, ganz außen rechts. Von dort an liegt alles bei dir selbst. Okay. Als ob ich das nicht selbst gefunden hätte. Wir sind jetzt hier angekommen. Die göttliche Barriere. Hier speichern wir noch einmal. Und so auf dem ersten. Ja. Ende. Also hat gesagt, ganz rechts. Also müsste es das. Boah, diese Steuerung. Das hier sein. Das ist das Käfertor, oder? Käferschlüssel benutzt. Und wir sind innen. Käferwald drinnen. Oh, aber was erwartet uns da ein? Wer bist du? Ich habe schon Wilderer gesehen, die sich als Kokonmeister ausgaben. Chorus. Wenn du ein echter Kokonmeister bist, beweise es, indem du auf der Flöte spielst. Ganz langsam. Wie eine Ocarina sieht das aus. Ich kenne die Melodie. Bist du der Sohn von Riketz, dem Kokonmeister von Cyrus? Wenn der Sohn von Riketz in den Wald geschickt wurde, muss das Dorf in Gefahr sein. Erzähle mir, was in Cyrus geschehen ist. Ja, kann ich dir lange erzählen. Ich verstehe. Dann haben die Onibubu also auch Cyrus heimgesucht. Und du bist gekommen, weil du nach dem Kalabaskraut suchst, wie? Aber dein Flötenspiel, du weißt eigentlich noch gar nichts, stimmt's? Genau. Dein Vater würde mir niemals verzeihen, wenn ich dich einfach so in den Wald gehen und sterben ließe. Ich bin Chorus, der blaue Kokonmeister. In Vertretung meines Kameraden Riketz werde ich dich in die Künste der Kokonmeister einweihen. Ah. Der Weg des Übens ist ziemlich schwierig. Stell mir nur deine Fragen. Wir werden alles fragen. Angriff und Verteidigung. Die Diener des Waldes sind ausgesprochen schwermütig und das macht sie sehr gefährlich. Es ist unsere Aufgabe, sie einzufangen. Aber zuerst müssen sie geschwächt werden. Okay. Und nur zu diesem einen Zweck wirst du sie mit einer Waffe angreifen. Du wirst die Grundlagen erlernen, indem du jetzt wirklich einen Diener bekämpfst. Oh Gott. Zum Anfang musst du während des Kämpfens genau deine Anweisungen befolgen. Bist du bereit? Aufhören. Wir haben nicht mal angefangen, also fangen wir an. Hast du noch etwas Krugwurz? Nach einem Kampf darfst du Verletzungen und Kraftlosigkeit nicht ignorieren. Nimm das jetzt. Krugwurz erhalten. Und los geht's! Es ist ein
Apatron, Wasser. Du beginnst mit einem Angriff. Versuch das Monster voll mittig zu treffen. Du brauchst dich nicht zurückzuhalten. Ich greife es direkt an. Oh, 3 Leben. Stufe 1. Boah, das macht ganz viel Schaden. Angriff ist die grundlegende Strategie, um den Feind zu schädigen. Aber damit wird kein Gegenangriff abgewehrt. Angriff würde auch nicht besonders nutzen, wenn du eine Vielzahl von Gegnern oder einem einzigen sehr kräftigen Gegner bekämpfen musst. Versuche jetzt, dich zu verteidigen. Ich verteidige mich. Die Verteidigung minderst du den Schaden, der dir zugefügt wird. Aber wenn man sich nur verteidigt, kann der Gegner ständig angreifen. Stimmt. Es ist äußerst wichtig, Angriff und Verteidigung ausgewogen gegen die Gegner einzusetzen. Und nun, wie kannst du kämpfen, ohne dass deine Gesundheit leidet? Dinge wie die Krugwurz, die deine Gesundheit wiederherstellen, sind in der Tat sehr hilfreich. Versuch jetzt einmal, dein Krugwurz während eines Kampfes zu nehmen. Wir haben 7 Krugwurz, also wir haben ja noch was gekriegt. Dann nehmen wir das. Ganz gleich, wie viel du angreifst. Früher oder später ist deine Gesundheit aufgezehrt, wenn du unaufhörlich Schaden nimmst. Aber wenn du Krugwurz nimmst, hilft es, dass du dich von erlittenen Verletzungen erholst. Verstanden? Ah. Angriff ist die wichtigste Kampftechnik von allen. Setze den Kampf fort und erneuere deine Kräfte, solange du noch Krugwurz dabei hast. Wenn dein Krugwurz fast aufgebraucht ist und deine Gesundheit schwindet, dann ist es besser, den Rückzug anzutreten, als sich zu verteidigen. Das waren die Grundregeln des Kampfes. Aber vergiss nicht, die Aufgabe des Kokonmeisters ist nicht zu töten, sondern die Seelen zu beruhigen. Egal wie wild oder gewalttätig ein Diener auch sein mag, töten sollst du ihn nicht. Durch seinen Tod erreichst du nichts. Gute Arbeit. Betrachte das als ein Symbol deiner Mühe. Krugwurz erhalten. Ich lese nicht mehr vor, weil wir wissen's. Der Weg des Übens ist ziemlich schwierig. Stell mir nur deine Fragen. Genau, einfangen. Der Klang deiner Flöte wird die Seelen der Diener beruhigen. Wenn du sie in leere Kokons sperrst, hast du sie eingefangen. Mhm. Du sollst die Grundlagen erlernen, indem du gegen einen Diener kämpfst. Kämpfe jetzt so, wie ich es dich gelehrt habe. Bist du bereit? Üben wir mal. Und los geht's, hat er gesagt. So, der erste. Zum Anfang solltest du ihn schwächen. Es wird dir nicht gut bekommen, wenn du die Flöte gleich von Anfang an spielst. Also, ein Diener wird hemmungslos toben. Der Klang deiner Flöte kann sein Herz in diesem Zustand nicht erreichen. Du musst ihn zuerst wissen lassen, wer der Boss ist. Greif ihn an. Wir greifen ihn mit voller Wucht an. Wenn sie erst einmal ungefähr so geschwächt sind, kannst du sie einfangen. Versuch es jetzt. Fangen. Ja.
Jawohl, wir haben eingefangen. Tja, das war's eigentlich. Dein Erfolg beim Einfangen hängt von deinem Können auf der Flöte ab. Und der einzige Weg, sich zu verbessern, ist es, so viele Diener wie möglich gefangen zu nehmen. Diesmal hast du gewonnen, weil ich einen schwachen Diener eingesetzt habe. In der Wirklichkeit hast du es sicher nicht so leicht. Streng dich an beim Üben und Flöte spielen. Später einmal wird dir das Einfangen der Diener leichter fallen. Du kannst auch immer nur eine bestimmte Anzahl leerer Kokons bei dir tragen. Jedes Mal, wenn das Einfangen misslingt, verlierst du einen. Es ist empfehlenswert, ins Dorf zurückzukehren, wenn sie dir ausgehen. Der Diener, den du gerade eingefangen hast, ist mein Geschenk an dich. Mm. Er ist natürlich nutzlos, solange er nicht gereinigt ist. Ah, okay. Der Weg des Übens ist ziemlich schwierig. Bla bla bla. Jetzt die Reinigung. Wenn ein Diener einfach nur in einem Kokon eingefangen wird, ist seine Seele noch aufgewühlt. Er benötigt eine Reinigung. Wenn du der Kokonmeister bist, wirst du deine Nagi-Braut im Heiligen Bund zur Frau genommen haben. Hab ich schon. Lass deine Frau einen Leuchtkäfer-Kokon reinigen. Daraufhin wird daraus ein weißer Kokon. Sobald er ein weißer Kokon geworden ist, kannst du den Diener während eines Kampfes herbeirufen. Jetzt stell mir in die Frage, Reinigung haben wir schon, herbeirufen. Wir werden Kokonmeister genannt, weil wir die Macht haben, magische Diener herbeizurufen. Damit die Diener herbeizitiert werden, müssen wir unsere irdischen Hüllen wechseln. Mit anderen Worten, der Diener wird an unserer Stelle kämpfen. Gebannt durch den Klang der Flöte. Wir sind eben doch nur weise Bestien, keine gleichwertigen Gegner für die Diener tief im Walde. Das bedeutet, wir lassen Diener gegen Diener kämpfen. Du kannst jedoch immer nur drei magische Geschöpfe gleichzeitig bei dir haben. Mhm. Jeder Diener besitzt eine von vier einzigartigen elementaren Eigenschaften. Behalte die folgenden Beziehungen gut im Gedächtnis. Erde verdrängt Wasser, Wasser löscht Feuer, Feuer verzehrt Luft und Wind schluckt Erde. Erkenne deinen Gegner und entwickle zuerst eine Strategie. Okay, jetzt das Schwierigste, vereinen. Magische Bestien erlangen durch den Sieg in einem Kampf größere Kraft. Und wenn verschiedene Bestien miteinander vereint werden, so steigert sich ihre Kraft noch mehr. Versuche es, sobald du ein paar davon besitzt. Deine Frau wird sie für dich vereinen. Aber sei gewarnt, obwohl durch die Vereinigung die Eigenschaften auf beide Geschöpfe übertragen werden, können elementare Eigenheiten und besondere Fähigkeiten durch die Vereinigung sowohl verstärkt als auch geschwächt werden. Das ist etwas, was ich dir nicht beibringen kann. Diesen Vorgang musst du selbst beherrschen lernen. Das ist klar. Also, wir haben alles gefragt und jetzt sagen wir auf Wiedersehen. Tschüss. Sehr gut. Jetzt solltest du versuchen, das anzuwenden, was du gelernt hast. Meine Hütte befindet sich tief inmitten dieses Waldes. Wenn du dort heil ankommst, ist dir meine Anerkennung sicher. Ach, das ist der Chorus. O Sohn des Löwen von Parel, möge ein Kokonmeister aus dir werden, der den Namen seines Vaters wert ist. Jetzt haut er ab oder was und zeigt uns nicht das Kraut. So. Jetzt gehen wir weiter in den Wald rein. Wir haben geredet mit ihm. Und jetzt bin ich gespannt, was uns dort erwarten wird. Ah, genau. Es ist zum Beispiel der erste Gegner. Okay, er läuft direkt zu uns. Das heißt, es ist nicht einfach. Es wird echt nicht einfach. Ein paar Teimel. Wir greifen direkt an. Zimmer auf uns allein gestellt. Und wir hoffen... Okay, Feuer hat es. Was passiert? Ah. Ein Feuerangriff.
Das will ich mir auf jeden Fall fangen, dieses Parteimel. Jedes Parteimel hat unterschiedliche Fähigkeiten. Es ist, glaube ich, nicht wie bei Pokémon. Ach doch, das ist schon... Also, der Vergleich ist dumm, aber... Ihr wisst, was ich meine. Jetzt fangen wir es. Ein Parteimel. Zuerst werden wir uns alles fangen, was wir kriegen. Und dann können wir eigentlich kombinieren. Wenn wir es überhaupt fangen können. Ist mir nicht dumm, erstmal generell welche zu fangen. Es ist nicht wie bei Pokémon, dass du direkt irgendwie ein Start-Pokémon kriegst oder so. Dann, Status. Leer 10. Leuchtkäfer 2. Ah, okay. Ich habe noch 10 Cocoons. Monsterliste. Ach, das ist unser. Wie so ein Poké-Index ist das. Okay, das ist nur hier. Ende. Wir gehen weiter tiefer in den Wald. Wir greifen das Parteimel an, aber es kommt jetzt hinter uns. Wir holen uns das trotzdem. Also wir sehen schon, was das kann. Es kann nur, glaube ich, angreifen, oder? Was? Oder kann es auch mit Feuer machen, was? Also okay, das kann nur so angreifen. Also der hat gesagt, dieser Chorus, wir sollen nicht töten. Aber wenn es halt nicht anders geht, kann ich auch nichts dafür. Und wie gesagt, uns kann es nur angreifen, wenn es so rumläuft. Nicht wie bei Pokémon, wo das Gras raschelt oder irgendwie das kommt. Und wir fangen es. Aber wir brauchen ja ein stärkeres Monster und wenn wir halt mehrere von... Ein Verein, ich weiß nicht, wie das funktioniert mit dem Verein, muss man mal ausprobieren. Ob wir dann ein besseres Monster rauskriegen, wenn man verschiedene oder entweder die gleichen zusammenbringt. Okay, es hat nicht geklappt. Probieren es gleich noch einmal. Noch einmal probieren wir es. Wenn es nicht geht, dann töten wir es, weil dann bringt es uns ja nichts. Jawohl, diesmal hat's geklappt. Manchmal braucht man mehrere Anläufe und dann geht das schon. Wir haben Fangstufe 2 erreicht. Stimmt ja, wir haben ja 2 Kokons versaut. Aber hier den Überblick zu... Was ist das denn? Eine Steintafel lehnt am Fuß eines Felsens. Wissen 1 aufgenommen. Okay. Hier können wir speichern. Ich glaube, das ist sehr sinnvoll. Weil wir jetzt die Folge beenden werden. Wir sind in den Wald gegangen. Ich habe es versprochen. Yep. Und ich werde natürlich weitermachen. 1 Stunde und 23 Minuten haben wir gespielt. Ja, das ist so gesehen Jade Cocoon. Es ist aber noch viel mehr enthalten als das. Aber wir werden uns dann
beim nächsten Mal sehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal bei Jade Cocoon.